Leute, aus gegebenem Anlass möchte ich mich ebenfalls einmal, und das ganz kurz, ich möchte da nicht mega ausschweifen, zur Thematisierung, ja, stirbt Apex jetzt, ja oder nein, was ich auf keinen Fall glaube. Also wir bleiben mal alle ein bisschen auf dem Teppich. Meine Meinung, Butter bei der Fische. Aber ich möchte mich ganz kurz einmal dazu zu Wort melden. Und ich nutze dieses Video, weil zum einen ist das dieses finale Video, um die 11.500 Apex Coins zu gewinnen. Ich löse natürlich am Ende des Videos auch noch den Gewinner vom letzten Video für die 6.700 Apex Coins auf. Aber warum nehme ich genau dieses Video von der Verlosung, um meine Meinung und auch die Meinung von Jolas und Multzi gerne noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich nutze dieses, weil ich natürlich mit dem EA Creator Network in Verbindung stehe, eine Partnerschaft habe, die dieses Video sponsern, aber nicht wissen, was jetzt in diesem Video auf das EA Creator Network zukommt. Natürlich habe ich die Verpflichtung, dieses Video noch auf einem extra EA Konto hochzuladen. Das heißt, dieses Video wird auch von EA gesehen. Aber es wird gesponsert, das mache ich gerne und ja, ich habe gerne die Partnerschaft. Auch wenn ich weiß, dass viele vielleicht in dieser aktuellen Situation in Richtung EA nicht positiv zu sprechen sind. Das verstehe ich alles, aber eins dürfen wir nicht vergessen. Jolas, Multzi, ich, die drei größten deutschen Apex-YouTuber, wir haben uns das alles hier hart erarbeitet. Und so eine Partnerschaft ist natürlich was Geiles. Dass nicht jeder Partner der perfekte Partner ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und deswegen, auch übrigens inhaltlich, sollte es eigentlich um was anderes gehen. Ich habe einige News, Cross-Progression, Battle Pass und so weiter. Da gibt es ein paar interessante Informationen. Und ja, Cross-Progression wird wahrscheinlich kaum noch einer hören können. Ich möchte ganz kurz einfach dem gegebenen Anlass heraus klar machen. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was Jolas und Multzi in den letzten Videos erzählt haben, weil ich gebe ihnen zu 100% recht, dass Apex Legends, Achtung EA, es ist tatsächlich so, falls ihr die Videos nicht seht, weil sie eben auf dem Creator Network Plattform nicht hochgeladen werden, logischerweise ohne Verlosung. Es ist eine ganz harte und schwere Situation und in Sachen Apex Legends muss ich eine Menge ändern und wie gesagt, Jolas und Multzi haben einfach nur recht. Ich kann mich denen nur anschließen. Es ist eine Katastrophe und ich möchte natürlich auch dieses Video nutzen, um einmal über meine Situation zu reden und dass ich fest euch klar mache, ich werde das sinkende Schiff nicht verlassen. Natürlich hat auch meine Geduld ein Ende. Irgendwann könnte die Katastrophe Einkehr halten, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und dann springe ich vom Boot, weil es dann wirklich einfach nichts mehr bringt. Aber ich habe einen langen, langen Geduldsfaden und das hat nichts mit irgendwelchen Partnerschaften oder sonst was zu tun. Und wir können uns sicher sein, ob das Jolas ist, ob das Multzi ist, ob das ich bin. Wir alle machen diese ganze Geschichte aus Leidenschaft und wir wissen alle drei, ohne Apex Legends würden wir nicht hier sitzen, stehen und einen gewissen Erfolg feiern. Ich habe zum Beispiel mit COD angefangen. COD Content Creator gibt es wie Sand am Meer, müssen wir auch nicht drüber reden. Und es ist auch nicht so einfach. Also meine ersten Videos handelten alle von COD, bis einer sagte, da ist ein Battle Royale, teste das. Und pupp war ich da und es ging los, die Reise fing an und ich habe das mit Leidenschaft gemacht und ich mache das nach wie vor mit Leidenschaft. Ich mache das mit Herzblut, ich liebe Apex Legends und ich hasse Apex Legends, weil sich, und das ist auch eben ein Fakt, wir sehen es an anderen ganz großen YouTubern, ob das Sword and Smash und Co. sind, große Pro-Streamer, Pro-Player, keine Ahnung, die Klickzahlen gehen in den letzten Jahren rapide bergab. Und gerade im deutschen Bereich merkst du das hart. Da macht es einen Unterschied, ob du 10.000 Klicks pro Video machst oder ob du nur noch 2.000, 3.000 pro Video machst. Und das merkst du extrem, weil viele einfach keinen Bock mehr haben. Und das möchte ich einfach betonen. Ich werde auf jeden Fall in guten wie in schlechten Zeiten, sagt man so schön, Apex die Treue halten. Auch nochmal, das möchte ich auch nochmal betonen, auch wenn meine Geduld vielleicht irgendwann ein Ende hat. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis vielleicht Konkurrenz kommt oder ein völlig anderes Genre. Ihr wisst, ich habe mit GTA 6 Content angefangen. Auch das ist eine ganz, ganz geile Sache und ich hoffe, dass da auch bald mehr passiert. Aber im Großen und Ganzen möchte ich hier klar machen, dass jeder, der sich gerade negativ in Richtung Apex Legends ausspricht, absolut recht hat. Wir merken es jetzt gerade in Season 18, dass Content technisch vom Inhalt her einfach nichts passiert ist. Natürlich habe ich im Hintergrund
dass es gewisse Gründe dafür gibt. Zum einen in Season 19, und ich möchte das jetzt nicht gutheißen, das ist in Season 18. Das ist meiner Meinung nach, und das habe ich vor ein paar Tagen gesagt, dass das eine absolute Lückenfüller-Season ist. Aber der Punkt ist, in Season 19 kommt das Engine-Update. Das könnte vielleicht ein Grund sein, warum es so wenig ist. Das entschuldigt das nicht, weil das in den letzten Jahren stark zugenommen hat, dass es in Richtung Events geht, Pay-Events, Erbstücke, Recolors, Hauptsache Geld. Das muss man leider so sagen. Und das muss auf jeden Fall aufhören. Es muss. Und ich glaube, dass ich bin relativ überzeugt, dass die meisten hinter mir stehen, wenn ich sage, okay, man kann ein Event nach dem anderen bringen, da kann ein Erbstück drin sein, da kann von mir aus ein Recolor drin sein oder sonst was. Aber der Rest, die ganze Bubble, das ganze große Ganze in Apex Legends, das muss passen. Und wenn das nicht passt, ist das ein schlechtes Zeichen oder eine schlechte Außenwirkung für die Community, wenn EA weiter pusht. Geld, Geld, Geld. Das EA und Respawn, natürlich geht es da ums Geld. Das ist ein Free-to-Play-Game. Keiner muss Geld ausgeben, das wissen wir alle. Aber es gibt viele, die das gerne machen, weil es ein geiles Spiel ist. Weil man damit indirekt auch die Publisher sehr stark unterstützt und so weiter und so fort. Aber das große Ganze muss eben stimmen. Ich habe jetzt nicht groß die Meinung von Jolas und Mulzi zum Beispiel mit aufgegriffen. Die meisten von euch werden die Videos gesehen haben. Wie gesagt, ich gehe dazu 100% mit und ich würde nichts behaupten, was ich irgendwie gegenteilig empfinde. Ich finde da keine anderen Worte und es macht jetzt auch keinen Sinn, dass noch ein Dritter da komplett nochmal von null alles aufdröselt. Gerade was Jolas gesagt hat, er hat ja wirklich da ausgiebig sich drüber ausgelassen in vielen, vielen Minuten und er hat einfach recht, Mulzi hat recht und deswegen fange ich da jetzt nicht nochmal vom Urschleim an, weil ich es absolut genauso sehe. Aber was mir wichtig ist, dass ihr wisst, ich bleibe am Start mit einem gewissen Geduldsfaden, der wie gesagt sehr, sehr dick normalerweise ist. Aber es muss eine Menge passieren, da sind wir uns alle einig. Aber ich verlasse so schnell das sinkende Schiff nicht. Das ist auf jeden Fall ein Versprechen. Wie gesagt, da betone ich nochmal die drei Namen, die ich jetzt hier mit mir benannt habe. Wir stehen hier nicht umsonst und wir wollen natürlich irgendwo, oder spreche ich speziell für mich, ich möchte diese ganze Geschichte nicht einfach so aufgeben, weil ich das aus Leidenschaft mache. Nicht wegen Partnerschaften, Geld oder sonst irgendwas. Weil bis einer von uns dreien damit Geld verdient hat, ist eine Menge Luft und Land den Bach runter, wie auch immer. Ihr wisst, was ich denke, ich meine, viel Wasser den Bach runter, wahrscheinlich soll es heißen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Bevor ich gleich den Gewinner bekannt gebe und das News-Update-Video in Sachen Cross-Progression und so weiter, kommt dann ein paar Tage später, vielleicht Montag, vielleicht Dienstag, lasst euch mal überraschen. Es gibt ein bisschen was zu erzählen. Ich bin dennoch überzeugt, dass Apex irgendwie die Kurve kriegen muss. Gerade in Sachen Matchmaking, absolute Vollkatastrophe. Also EA, ich hoffe, dass ihr das hört und hört euch einfach mal in der Community um. Schaut andere Content Creator und bildet euch eine Meinung. Und das ist die Meinung aller. Der Erfolg, die Klickzahlen und die Daumen hoch, die geben allen anderen Content Creatern einfach mal recht. Und das ist ein Fakt, den man nicht übersehen sollte. Weil Apex ist eine Geldmaschine. Aber es nur als Geldmaschine zu sehen, das ist absolut nicht der richtige Weg. So, jetzt aber mal Butter by the Fish. Um die 11.500 Coins zu gewinnen, was müsst ihr machen, bevor ich jetzt gleich den Gewinner bekannt gebe? Ihr müsst natürlich in diesen schlechten Zeiten natürlich meinen Kanal abonnieren. Optionalen Daumen hoch wäre natürlich eine absolut feine Sache. Pusht ein bisschen den Algorithmus. Ein Kommentar, der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Codewort Coins in die Kommentare schreiben. Schreibt dazu natürlich auch eure Plattform mit rein. Und von mir aus kotzt euch mal gewaltig aus, was das Thema Apex Legends betrifft. Denn wie gesagt, ich lade es im Creator Network hoch. EA sieht das. Und vielleicht ist es ein bisschen ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass auch die Kommentare gelesen werden. Also kotzt euch da gerne aus. So, wie gesagt, Kommentar-Coins, Plattform nicht vergessen. Und ihr solltet unbedingt Instagram besitzen, damit wir nachher, wenn ich euch als Gewinner ziehe, euch auch kontaktieren kann, beziehungsweise ihr mich zuerst und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt kommt noch der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, Eternal
Doom, es ist nicht der komplette Kommentar, den wir sehen können. Was Apex News im deutschsprachigen Raum angeht, bist du der Vertrauenswürdigste. Ich sehe regelmäßig nach, ob du Neues gepostet hast und so weiter und so fort. Und ich ziehe natürlich nicht die Gewinner nach netten Kommentaren. Es ist tatsächlich ein Zufallsgenerator. Und es ist ein Xbox-Spieler. Freue ich mich. Erster Gewinner war PlayStation, zweiter Xbox und die 11.500 fetten Coins. Ich bin gespannt, an wen die gehen werden, an welche Plattform. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke mal, dass ich Dienstag dann dieses Video mit dem Gewinner auflöse und dann einen fetten Glückwunsch an den Gewinner raushauen kann. So. Ihr seid jetzt gefragt, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin gespannt, ob ich vielleicht von EA eine E-Mail bekomme, was die Scheiße soll oder eben auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es was bringt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.